sagen, hat man absolut Siegeswillen, ein bisschen Fell. Ich habe nicht gedacht, dass die Mannschaft gecheckt hat, dass sie unbedingt 3 Punkte hätten gebraucht. Also Stoikov, Nummer für den FCA. Gerrard, nur im Strafraum und eine Chance. Und das ist der Treffer in der 95. Minute, Remo Staubli. Remo Staubli 2:1. Es ist der echte Wahnsinn. Und ich wieder rückgestraft, ich sage, der absolut wilde Feld. Und offenbar haben sie nicht gehört. Und der Remo Staubli straft sich auch dafür, dass sie eine von ihnen konnte Chance nicht genutzt haben. Und am Schluss mit leeren Hosen nicht mehr Zeit anstellen. Und das ist der Schlusspfiff. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich habe nicht viel versprochen, als ich gesagt habe, in England sind 294. Minuten, in der Schweiz ist es heute die 95. Minute gewesen. Aber wenn wir das Ganze anschauen, muss ich sagen, St. Gallen muss sich selber die Nase nehmen. Ganz gestohlen hat Aarau den Sieg, ganz sicher nicht. Und ich bin überzeugt, dass Aarau daheim sitzt. Gegen Edouard Garouge noch ein absolutes Feuerwerk ist zünden, weil sie wissen ganz genau, welche Zone wird wahrscheinlich ein Goal aufwinden. Sie müssen höher gewinnen. Edin Dzeko und Kun Agüero, die beiden hätten in der Nachspielzeit Treffer können erzielen für Manchester City. Manchester zum Meister machen. Und jetzt das Goal in der 95. Minute von Remo Staubli. Es geht nicht um den Meistertitel, aber es geht um Barrage. Und die ist wieder in Reichweite. Für den FC Aarau und es wird jetzt möglicherweise über das Goalverhältnis laufen. Es kann möglicherweise über das Goalverhältnis laufen. Melizona hat heute ein bisschen vorgelegt, aber wie ich gesagt habe, ohne Stufe. Ich habe stärkere Gärtnerin als Edouard Garouge. Zum Spiel da ist, muss ich sagen, ist ein bisschen traurig für das ganze Publikum, das in Meister gekommen ist und die Kaderübergabe nach einer Niederlage hat immer so einen fahlen Beigeschmack, nicht gleich, wie man gewonnen hätte. Aber man hat es gespürt in der zweiten Halbzeit, die Aarauer haben die